Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einer Review mal wieder, und zwar Injustice 2. Ich habe Injustice 2 ja auf meinem Zockerkanal gespielt, weil ich ja hier momentan das nicht machen konnte. Ich werde euch in die Videobeschreibung den Link zum Zockerkanal reinmachen. Da habe ich die Story zweimal durchgespielt und alle beiden verschiedenen Enden könnt ihr euch da ausgiebig angucken. Aber hier soll es jetzt nur kurz und knapp um Injustice 2 gehen. So, dann werde ich euch jetzt mal das Menü von Injustice zeigen. Das ist diesmal nämlich etwas umfangreicher. Ihr seht jetzt oben Einzelspieler. Danach kommt der Multiplayer. Dann haben wir hier Online. Dann haben wir Charakter anpassen. Brothers Eye Tresor, da kommen wir nachher noch hin. Gilden und Extras. Extras blinkt jetzt, das heißt, ich habe da was drin. Rechts, wo ich da gerade lang gehe, seht ihr praktisch die drei Karten. Die kann man mit Dreieck aufrufen. Da kann man dann mit der ersten im PSN Store, im zweiten ist Multiversum, das erkläre ich euch auch gleich noch. Und drittes Übung. Das kann man aber auch individuell anpassen, was da angezeigt werden soll. Wie ihr seht, Extras blinkt immer noch rot, weil, jetzt machen wir da mal auf, da blinkt dann halt das nächste gleich rot. Da bei den Heldenkarten. Die Heldenkarten sind diesmal etwas einfacher gehalten als im ersten Injustice. Wir haben dann noch Match Replays, Play Store, Injustice Mobile verknüpfen, Mitwirkende und Multiversum Trailer. Also Intro, da könnt ihr euch das Intro nochmal angucken. Hier zeige ich euch jetzt mal, wie die Karte jetzt aufgebaut ist. Da seht ihr erstmal so die ganzen Werte, die man so im Spiel sammeln kann. Wie viele Siege hast du nicht gesehen und so. Und oben die Karte. Man kann das Äußere ändern, also das Hintergrundbild ändern, und das Icon kann man ändern, und das war doch schon. Man halt schaltet halt einige frei, indem man mit einigen Kämpfern ein verschiedenes bestimmtes Level erreicht oder durch diesen Brothers Eye Tresor. Da kommen wir nachher auch noch hin. Also hat sich ein bisschen vereinfacht im Gegensatz zu Injustice 1, was ich aber gar nicht mal so schlecht finde, muss ich sagen. Ist hier etwas übersichtlicher. Ihr seht, da ist auch etliche zu holen. Das waren jetzt nur die Hintergründe, und das gleiche gilt natürlich auch für die Symbole. Habe ich jetzt hier ein paar freischalten, weil ich die Story schon zweimal durch habe. Die Story hat auch zwei verschiedene Enden, komme ich nachher auch noch dazu. So, und dann kommt da denn wieder etliche, was ich noch nicht freigeschalten habe. So. Und da seht ihr auch groß, ist wirklich, das Menü ist diesmal echt riesengroß. Wir haben auch Match Replays. Ich habe ein Match Replay gehabt, aber das konnte ich nicht abspielen, weil es mit einer alten Version von Injustice war. Ja, hier sind wir bei Gilden. Ich habe noch keine Gilde erstellt. Das will ich jetzt demnächst noch machen. Also da habe ich mich noch nicht dran versucht. Dann haben wir da Brothers Eye Tresor. Da werdet ihr das jetzt mal sehen. Man kann halt in der Story so eine Würfel bekommen für Brothers Eye. Bronze, Silber, Gold, Platin, Diamant. Und dann da unten noch für bestimmte, ja, Token oder wie die Dinger heißen, kann man sich die dann auch noch kaufen. Hier zeige ich euch jetzt das mal. Ich kaufe mal für 1000 Credits ein. Die Credits bekommt man durch Kämpfe. Und dann habe ich bei dem Bronze zum Beispiel zwei Dinger, die ich auswählen kann: Arm oder halt hier einen Kopf. Bei Platin ist es dann halt so, da kriegt man sechs verschiedene Sachen zum Auswählen oder fünf, ich weiß es jetzt nicht so aus dem Kopf. Und da sind dann halt alle Gegenstände drin. Die kann man mit diesen grünen Marken, war das, glaube ich, ich weiß nicht, noch in andere transformieren. Dass, wenn man zum Beispiel einen Brustpanzer hat, der einem zwar gefällt, aber scheiß Werte hat, kann man da dann gucken, ob man den gleichen Brustpanzer kriegt mit besseren Werten. Das zeige ich euch gleich alles. Hier, da ist, ihr seht, ich habe da Haufen Zeug, was ja durch die Story alleine schon, und weil ich dann viel im Brothers Eye Tresor gekauft habe. Da seht ihr dann so mal ein paar Werte. Diese epischen Sachen kann ich erst draufpacken, wenn der Charakter Level 14 hier zum Beispiel hat, oder das eine der Gürtelgruppe ab Level 20. So, und da habe ich jetzt gerade mal umgewandelt, und dann sieht man das. Das sieht dann praktisch so aus, nur das Batman-Zeichen oder Batman-Zeichen mit Brustpanzer, einen anderen Brustpanzer oder diesen Brustpanzer, den hatte ich dann schon. Den fand ich da in dem Augenblick total geil. Habe ich ihn dann eingetauscht, aber den hatte ich schon. Das sieht er auch gleich. So, und Inventar.
2000 und die werden dann abgezogen. Und dann habe ich von diesen goldenen Marken ja nichts mehr. Und da wird er dann hergestellt. Episch. Brustpanzer Level 14 für Batman. Und da ist er hinten mit 202. Und das gilt halt für jeden Charakter. Ich zeige euch gleich mal, was man da alles auch anpassen kann. So, da kommen wir nämlich beim nächsten Punkt hin. Das ist, bin ich jetzt schon bei Online? Wieso bin ich bei Online hingegangen? Naja, sind wir bei Online. Da haben wir dann halt auch Ranglisten, Spielermatch, privates Match, Charakter anpassen haben wir da auch nochmal drin. Heldenkarte haben wir nochmal drin, dass man halt aus Online halt nicht immer wieder raussehen muss, wenn man da was Neues da spielt hat, dass man gleich den Charakter anpassen kann. Und da zeige ich euch, das ist genau die Heldenkarte wie die ganze Zeit auch. So, Multiplayer ist Versus, KI-Kampf und Turnier. Und Einzelspieler haben wir dann halt die Story spielen, Einzelkampf, Multiversum, Übungsmatch und Tutorial. So, jetzt bin ich mal im Multiversum drin. Da seht ihr jetzt, dass es verschiedene Planeten gibt. Also das soll im Prinzip alles die Erde sein. Das erklärt sich alles im Spiel ganz easy. Das soll alles die Erde sein und da sind dann halt verschiedene Gegner, wodurch man dann halt hier diese Würfel bekommt für ein Brothers Eye Tresor zum Beispiel. So, mach mal weiter. Ja, muss da kurz warten. Ich gehe gleich zum nächsten Planeten. So, hier haben wir jetzt für... Wen haben wir denn da was? Nee. Da sind so eine anderen Dinger, so beim nächsten warten. Hier haben wir jetzt zum Beispiel für den Ehen hier mit dem Ägyptenzeichen drauf, dass wir da halt epische Gegenstände, Dr. Fate, genau, Dr. Fate, dass wir da epische Gegenstände kriegen. Hier müsste bloß Cyborg sein. Ne, hier war Geld. Hier kann man dann halt Geld bekommen und für ein Brothers Eye Tresor, grün, das müsste Green Arrow, ne, something, also die Dinger aus dem Sumpf halt. Da kriegt man dann Beine, Brustpanzer, wenn man da das spielt. So, und hier dann halt für Deadshot epische Gegenstände. Das habe ich halt noch nicht gespielt. Das muss ich noch machen, dass ich mir für Something und Deadshot mir die Dinger holen kann. Ja. Und Story haben wir dann halt hier. Na. Fortfahren, neues Spiel oder Kapitel. Da seht ihr jetzt mal die Kapitel, die ich durch habe. Also ich habe wirklich alle Kapitel durch, die letzten beiden, das letzte Kapitel oder letzten beiden, kriegt man halt nur freigeschalten, wenn man alle, weil ihr seht ja da grüne Haken, einmal Batman, Superman, Superman, Batman, wenn man wirklich mit jedem alle gespielt hat, wie da ist, die kann man dann auch einzeln anwählen, seht ihr ja, und dann freischalten, dann kriegt man halt noch ein anderes Ende freigeschalten. Also zwei Enden gibt's, das kann ich euch verraten. Und da habe ich dann nochmal langsam gemacht. Sieht halt richtig geil aus. Also die Grafik ist wirklich bombastisch. So, und hier seht ihr jetzt, müsst ihr kurz warten, wird gleich eingeblendet. Da seht ihr Cyborg. Das bekommt man, wenn man Injustice 2 mit der mobilen Version verknüpft. Ich habe das Bild mal aus meinem Livestream rausgenommen. Und ich habe... Am Anfang ist es nicht geschafft, weil es nicht auf mein Handy installiert werden konnte, weil irgendwie hat mir der Speicher nicht ausgereicht. Beim zweiten Mal habe ich es dann aber hingekriegt. Und ja, jetzt habe ich diese Skin von Cyborg oder für Cyborg auch. Das bekommt ihr, wie gesagt, wenn ihr Injustice 2 mit der mobilen Version installiert, verknüpft. Dann müsst ihr einfach die mobile Version runterladen für Android oder iPhone. Kurzzeitig spielen, bis das Tutorial da am Anfang weg ist. Und dann steht da unter Einstellung mit Injustice verbinden und dann erscheint ein Code, den müsst ihr dann hier eingeben und dann habt sich das erfüllt. Dann ist fertig, dann habt ihr da Cyborg. So, das war jetzt soweit zu den technischen Daten. Ich habe jetzt im Hintergrund wieder ein Video von meinem Stream auf dem Zockerkanal, weil ich ja hier momentan nicht live streamen kann. Dass ich euch mal so ein bisschen den Anfang der Story zeigen kann. Ihr müsst jetzt wirklich mal ganz genau auf die Gesichter achten. Ja. Gleich sieht man das Gesicht von ihr. Das sieht, die Grafik ist wirklich echt der Hammer. Die ist wirklich absolut der Knaller.
Die Story ist leider etwas kurz. So um die 3-4 Stunden habe ich gebraucht, wenn man die Videosequenzen abzählt. Und das ist leider etwas kurz, aber man muss auch sagen, dafür ist die Story echt geil. Die ist zwar kurz, aber geil und man fühlt sich auch nicht, also den Hauptteil fühlt man sich nicht so, als wenn man ein Spiel spielt. Da seht ihr die Grafik? Man fühlt sich eher, als wenn man in DC-Animationsfilm sieht. Ja, also man fühlt sich nicht wirklich wie, ja, ich spiele jetzt hier ein Spiel. Das wirkt alles eher wie ein Animationsfilm, die ich euch auch natürlich wärmstens ans Herz legen kann. Die sind auch echt hammergeil. Ich habe eigentlich so gut wie alle gesehen. Und so fühlt sich das an, weil die Videosequenzen sind gut aufgebaut, die Grafik ist geil, der Sound ist geil, die Grafik im Spiel komme ich gleich noch dazu. Werdet ihr auch gleich noch sehen. Gleich kommt der erste Kampf. Ist einfach echt geil. Man lernt auch die einzelnen Charaktere kennen und wie sie zueinander stehen. Zum Beispiel im Verlauf der Story kämpft man irgendwann mit Green Arrow und wie hieß die noch, die Olle, die schreit. Vergesse ich immer wieder den Namen. Also eine Blonde, die schreit da halt immer rum. Black Widow? Nee, was? Black Widow? Nee. Na, keine Ahnung. Black. Irgendwas mit Black war. Und da sieht man halt auch, wie sie zueinander stehen. Die machen so Kommentare und man sieht halt, dass sie ein Liebespärchen sind und so. Auch hier Batman und Superman. Man hat so diese Freundschaft, sieht man aber auch. Diese gegensätzliche, was hier in dieser ja, alternativen Welt, würde ich mal sagen, halt herrscht, das macht das halt alles aus. Also ist jetzt nicht so DC, wie ihr es eigentlich kennt. Das ist, ja, eigentlich spielt das alles in einer Parallelwelt. Das kriegt ihr alles im Laufe der Story mit, weil einige Sachen hier wirklich ein bisschen anders sind als ja, im normalen DC-Universum. Aber das kann ich natürlich jetzt nicht verraten, weil sonst würde ich euch die Story zu sehr spoilern. Für die, die noch nicht geguckt haben, den Link werde ich euch zum Gaming-Kanal, zur Playliste von Injustice in die Videobeschreibung hauen. Ich werde Injustice 2 auf jeden Fall öfter spielen, weil der Fun-Faktor vom Spiel ist wirklich erste Sahne. Ich finde geil, hier haben sie rausgenommen, diese Stark-Labor, das hat mich im ersten Teil echt abgefuckt. Hier ist es mit diesem Multiversum, dass man halt dadurch für seine Charaktere Sachen freischalten kann, was man natürlich auch bei Brothers Eye mit diesen Würfeln und mit Geld machen kann. Es gibt auch im PSN-Store gibt's ein Paket für mit 150.000 von diesem Geld, was so aussieht wie ein Wappen, wo man dann halt auch spezielle, also ein paar Icons, Shader freischalten kann, weil dafür brauchst du ja immer das Geld. Kostet 49,95, ist schon echt heftig. Man kann es aber auch im Spiel erspielen, dauert mit den Dingern aber echt unheimlich lange. Das normale Geld kriegt man relativ schnell zusammen. Dann gibt es noch einmal Darkseid zu kaufen oder man holt sich gleich das große Paket, um Injustice auf die Ultimate Edition hochzuleveln. Dadurch bekommt man Exklusivzugriff auf 9 weitere Charaktere. Ja, Darkseid ist der erste, ist schon da, dann kommen noch ein paar andere Skins für, also Ultimate Skins irgendwie so für Flash, Power Girl und keine Ahnung, weiß ich nicht für wen noch. Jedenfalls bekommt man die da. Seht ihr da die Grafik? Also ist doch echt der Knaller. Auch im Spiel habe ich, egal ob Videosequenz oder Spiel, ihr werdet ja gleich den ersten Kampf sehen, hatte ich überhaupt keine Probleme mit Grafik, Sound oder irgendwas dergleichen, dass irgendwie die Grafik gehackt hat oder ja, irgendwie überlappend, falsche Bildpunkte, irgendwas dergleichen, überhaupt gar nichts. Und auch nicht, dass der Sound irgendwie sich aufgehangen hat oder das Spiel sich aufgehangen hat oder irgendwas dergleichen. Ich hatte null Probleme. Es macht einfach nur megamäßig Fun, dieses Spiel zu spielen. Der Langzeitfaktor ist natürlich bei diesem Spiel extrem hoch.
Also beim ersten hatten wir dieses Dark Labors, jetzt haben wir ja dieses Multiversum, was ich euch vorhin gezeigt habe. Dadurch alleine steigt schon mal, dass dann leider die Story ein bisschen kurz, vielleicht kommt da ja noch was dazu, mit irgendwelchen DLCs später vielleicht, dass man die Story vielleicht um ein, zwei Kapitel noch verlängern kann oder irgendwas dergleichen. Mal gucken. Ist mir jetzt aber momentan nicht bekannt. Und dass man kann halt online spielen, wie im ersten Teil, man kann halt auf einer Konsole spielen, ja, und der Langzeitfaktor ist halt da echt gegeben, weil man kann nicht nur normal online spielen, man kann Ranglistenmatch und hast nicht gesehen machen und man will ja auch seinen Charakter erweitern. Wenn man einen Lieblingscharakter hat, will man natürlich verschiedene Klamotten haben. Man möchte verschiedene Attacken haben. Man möchte verschiedene Skins haben, um den optisch anzupassen. Man hat auch vier, glaube ich, vier Charakter, also vier Slots, um vier verschiedene Charaktere, also zum Beispiel Batman, viermal Batman in einer anderen Form zu machen, mit anderen Farben, dass man dann halt im Spiel immer hin und her switchen kann, wie es einem gerade gefällt. Oder auch, wenn man dann zum Beispiel die Attribute bei dem einen mehr auf defensiv, beim anderen mehr auf Angriff oder so macht, kann man da, je nachdem, was für ein Gegner man hat, da halt auch ein bisschen variieren, dass man da ein bisschen bessere Chancen hat. Macht sich auf jeden Fall bemerkbar. Man muss natürlich, um bestimmte für seinen Charakter bestimmte Sachen zu aktivieren, Rüstungen, zum Beispiel episch, was ich freigeschalten habe, Batman, Batgürtel, boah, was war der? Level 20, da muss ich mit Batman erstmal Level 20 sein. Und das dauert natürlich eine Weile, um auf Level 20 zu kommen. Und wenn man dann Gegenstände hat, gibt auch noch diese grünen Gelddinger. Damit kann man dann Gegenstände, die man doppelt hat, zum Beispiel, man hat zweimal einen Bettgürtel Level 14, der haben die gleichen Attribute oder sehen halt verschieden aus, aber die gleichen Attribute. Und man möchte halt aus dem anderen was anderes machen. Dann kann man da das dann ändern mit dem Geld. Dann sieht er etwa anders aus, hat andere Attribute anstatt 100 auf Verteidigung, 100 auf Angriff, sowas zum Beispiel. Also da kann man dann auch nochmal variieren. Mit Glück kriegt man dann auch ein epischer Teil in einem niedrigen Level, so ab Level 14 oder sowas in dem Dreh. Ja, das hängt immer davon ab, wie viel Glück man da hat, was da per Zufallsgenerator generiert wird. Und ihr seht da, der Kampf. Ein bisschen kann es gerade stockend sein durch den Stream. Ich hatte am Anfang so ein bisschen Stream-Probleme, aber ich selbst beim Spielen hatte überhaupt keine Probleme. Da wo ich jetzt gerade mit Batman gegen Cyborg spiele. Ich habe es aber leider in der normalen Story noch nicht geschafft, jemanden von einer Arena in die nächste zu kicken. Das muss ich mal gucken im normalen Zwei-Player-Kampf, ob das da möglich ist. Und ich war echt erstaunt, dass Batman wirklich so agil ist, ja, und mit den Großen mithalten kann. Ich finde auch diese Superattacken, die hier neu dazugekommen sind, finde ich viel schöner als im ersten Teil. Mit dem Powerbalken unten ist ein bisschen die Umgewöhnung ein bisschen schlecht am Anfang. Wir haben einmal da, wo Cyborg jetzt diesen Würfel unten rechts hat, wo ich unten links die drei Fledermäuse habe, wo ich dann mit Kreis Batarangs abfeuern kann, drei Stück. Oder wenn ich nur ihn habe, ihn. Hier haben wir jetzt auch Konter. So, ich habe natürlich nur einen. Er hat natürlich alle vier voll und kann da halt besser kontern, logischerweise. Und jetzt habe ich gerade unten, wie ihr gesehen habt, ich hatte einen fetten blauen voll, habe den jetzt eingelöst, weil ich da gerade eine Attacke gestartet habe, weil der fette blaue Balken unten, der dient nicht nur für die Power-Attacke, also für die, wenn man L2 und R2 drückt, sondern auch für etwas kleinere Attacken im Spiel, wenn man eine Kombinationsattacke macht, zum Beispiel. So. Robin finde ich hier zum Beispiel auch vom Optischen richtig geil. Im Trailer seht ihr, der sieht so ein bisschen Assassin's Creed-mäßig aus, finde ich saugeil. Das ist auch hier der kleine Info am Rand. Das ist sein echter Sohn, den er mit der Tochter von Ra's al Ghul zusammen hat. Müsst ihr euch mal die Animationsfilme angucken, da wird das genau erklärt. Da gibt es ein paar richtig geile. Aber ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Ich gucke mal, ob ich das noch finde. Kann ich euch auch noch unten drunter verlinken. So, das soll es aber jetzt zu meiner Bewertung von Justice League sein. Ihr werdet Ach Quatsch, Justice League, bin ich bescheuert, ich freue mich nämlich schon auf den neuen Film. Injustice 2.
Werdet ihr auf jeden Fall öfter sehen. Wenn ihr das natürlich auch habt, kann man da auch mal gegeneinander zusammenspielen und das streamen. Das ist überhaupt kein Problem. Auf jeden Fall werde ich da noch weiterspielen. Ich will noch Batman und Superman noch andere Outfits verpassen und ein bisschen aufmotzen, aufpimpen und so. Und es macht einfach Spaß, mit den Superhelden, die man sonst nur von Filmen kennt, anderen Superhelden oder Superbösewichten auf die Fresse zu geben. Es ist einfach nur tierisch Fun-Faktor und es macht einfach megamäßig Spaß. So, aber das war jetzt wirklich, war schon lange genug. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Wenn ihr noch Feedback geben wollt, natürlich in die Kommentare posten. Ich bin dankbar dafür. Irgendwo links, rechts ist hier ein Abonnierknopf, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Und ich werde zwei, drei Videos links, rechts irgendwie verlinken, die vielleicht auch noch interessant für euch sind. Bis dahin verabschiede ich mich. Ahoi, sagt euer Odin.